die ersten Wildkräuter. Die ersten Fichtennadeln. Tannen werfen keine ab. Ziemlich einfach zu wissen. Das heißt, es handelt sich hier um einen Fichtenwald. So, das sind Utensilien, die wir jetzt heute alle brauchen. Das ist einmal meine Tasse hier mit Wasser. Dann habe ich hier die Fichtentriebe, ein Kissen, damit mir nicht kalt wird. Ich habe hier Bio-Ethanol, Bioflamme. Dann mein Kocher, den ich euch gleich einmal zeigen werde, der wird befüllt einfach nur mit Ethanol. Dann kann man den anzünden und dann brennt er. Und das wird da oben drauf gesteckt, damit die Tasse darauf stehen kann. Jo, und ein Feuerzeug. Ich habe leider meine Streichhölzer vergessen, echt bitter. Naja, so zeige ich euch das mal. Einfach hier aufgeschraubt. Ziemlich einfach. Dann wird das einfach etwas Alkohol dort reingekippt. So, dann steckt man die beiden Sachen hier einfach so zusammen. Moment. Hier so. Dann kann man die hier so draufstellen. Seht ihr? Dann kann man da was draufstellen. Das geht ziemlich gut. Oh, da ist es. Brennt, sieht man aber gar nicht, dass es brennt. Es brennt aber und schon kann man seine Tasse dort oben drauf stellen und gleich wird diese kochen. Und dann kann man diese Triebe einfach hier reintauchen und hat gleich seinen Fichtentee. Und währenddessen das jetzt hier kocht, erzähle ich euch gleich etwas zum Fichtentee. Es hat nämlich echt, es hat nämlich echt ein paar schöne Eigenschaften, dieser Fichtentee. Was ist ganz, ganz Besonderes. Das reicht eigentlich schon völlig aus hier. So, jetzt möchte ich euch etwas über die Pinien erzählen. Und zwar als allererstes das Wichtigste hier draußen, etwas Warmes zu trinken. Warm ist unfassbar wichtig, weil jedes Mal, wenn du Flüssigkeit zuführst, dann muss der Körper dagegen arbeiten, um es erstmal wieder auf 37 Grad zu bekommen. Und das kann er nur, indem er Makromoleküle, das heißt Glucose oder Fett zum Beispiel, Fettsäuren, Beta-Oxidation und so weiter, verstoffwechselt. Dabei entsteht Abwärme, die dein Körper dementsprechend nutzen kann, um es auf Körpertemperatur zu bekommen. Und das verlangt natürlich viele Nährstoffe, die du hier nicht immer so hast. Von daher etwas Warmes ist wirklich unerlässlich. Ja? Des Weiteren möchte ich über Vitamin C etwas sprechen. Diese enthalten ca. 5-mal mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte, ja? Diese Nadeln. Ja? Und man sagt so zwischen 200 und 300. Brennt gerade hier ziemlich krass. So. Zwischen 200 und 300 Milligramm ja, enthalten diese. So, das Schöne ist dabei, dass man der Tee jetzt langsam kocht. Das ist sehr, sehr schön auf jeden Fall. Aber Vitamin C ist nicht nur für das Immunsystem sehr, sehr wichtig, sondern ebenfalls sehr wichtig für die Nervenregeneration. Ja, das heißt, deine Nervenzellen brauchen Vitamin C zur Zellteilung, ja. Nicht nur das, sondern größere Mengen ebenfalls in deinem Gehirn kommen eigentlich vor. Es kann sehr wohl die Blut-Hirn-Schranke überwinden, ja. Und dein Gehirn muss hier draußen funktionieren. Von daher ist Vitamin C und die B-Vitamine gerade sehr, sehr entscheidend hier, ja. Das heißt, im Hypothalamus oder in der Hypophyse, ja, die Drüse, die steuert dementsprechend und sendet Hormone frei, ja. Endokrin heißt immer Endo ins Innere und Krin ist Exkretion, also Ausscheidung dementsprechend, Exkremente, ja. Und diese Hormone steuern so gesehen unser vegetatives Nervensystem, ja, gerade. Durst, Hunger ist unfassbar entscheidend, ja. Salzhaushalt zum Beispiel, ja. Zirkadiane Rhythmus, wie du schlafen kannst, ja. Nicht nur das, sondern auch ebenfalls Temperatur, Blutdruck und so weiter, wird alles reguliert durch, sieht man, Vitamin C, ja. Und der Tee, der kocht jetzt auch schon langsam, der Nadeln können jetzt schön durchziehen.
Das heißt, es ist wirklich unerlässlich dafür. Des Weiteren, du hast hier Stress. Wenn du Hunger hast, wenn du Durst hast, ja, dann findest du Stress, ja, in deinem Körper. Das heißt, dieser Stress muss durch Antioxidantien gepuffert werden. Genau das kann Vitamin C. Viele verkaufen sehr, sehr teuer Vitamin C. Oh, das kocht jetzt aber sehr, sehr schön. Moment, das zeige ich euch jetzt mal eben. Das kocht jetzt schon wirklich sehr, sehr schön. So. Viele verkaufen sehr, sehr teuer zum Beispiel Vitamin C, gepuffertes Vitamin C. Vielleicht kennt ihr das schon mal, Ascorbat. Das kann ich hier mal abblenden. Wenn es dementsprechend sein Proton gespendet hat, das ist die reduzierte Form. Es hat ein Elektron aufgenommen und das Proton wurde abgespalten. Ja? So, schön dieser Duft von diesen Nadeln. Und das kann man sich sehr leicht selbst herstellen, sogar wenn man Natron dabei hätte. Ja? Also Natron, ein bisschen Wasser und L-Plus Ascorbinsäure einfach mischen, dann hat man dieses Gepufferte, was sehr, sehr teuer verkauft wird. Aber nur mal so am Rande. Ja? Des Weiteren gibt es verschiedene Rezeptoren, ja? Also SVCT1 zum Beispiel, ja? Oder Glut. Das sind bestimmte Rezeptoren, in denen das Vitamin C aufgenommen wird bei dir. Das heißt, du willst es kontinuierlich aufnehmen, ja? weil dementsprechend diese Rezeptoren, wenn du große Mengen davon zu dir führst, sind einfach, wie soll man sagen, besetzt. Ja, das heißt, große Menge ist besetzt, der Rest passiert dein Darmlumen, scheidest du wieder aus. Das willst du nicht, das heißt kontinuierlich davon etwas zuführen. Ja? Ganz heißer Tipp ebenfalls noch, für viele, die es wissen wollen, die Nadeln kann man auch so sich einfach so sammeln und sich zuführen dementsprechend. Ja? Wichtig ist dabei zu wissen, hier sehen wir zum Beispiel in der Studie nochmal, dass gefriergetrocknet viermal mehr enthalten als zum Beispiel die gedörrt werden oder durch Wärme getrocknet werden oder durch Vakuum getrocknet werden. Vielleicht interessiert das ja einige. Ebenfalls OPC, vielleicht kennen wir es alle, ja, das Nahrungsergänzungsmittel überhaupt in den letzten 2 Jahren, ja, Traubenkernextrakt, ja, Oligomere Proanthocyanidide, auch die sind hier enthalten, das Schöne ist, die sind wasserlöslich und die gehen ins Wasser über, sehen wir hier zum Beispiel, ja, im Wasser. Des Weiteren ist es eben so, dass diese dann dementsprechend auch Radikale puffern können, ja, sehen wir hier bis zu 20% dann dementsprechend, natürlich im Vergleich pures OPC, wenn man es sich zuführen würde, aber hey, immerhin, ja. Alles, was dein Körper so gesehen Stress mindert, kann dein Körper denn dementsprechend wie dir wieder als Energie zur Verfügung stellen, was er nicht aufwenden muss, um Glutathion zum Beispiel zu produzieren. Das ist unser eigenes körpereigenes Antioxidant, ja, das Wichtigste. Ja? Das sind Tripeptide, ja, aus 3 Aminosäuren. Ja, und man sieht zum Beispiel auch in der letzten, was ich euch noch sagen möchte, ganz schön hier zu sehen, zum Beispiel Tacrin, das ist ein Arzneistoff, der zum Beispiel auch bei Alzheimer gegeben wird. Und da wurde der Vergleich gemacht, zu Pinien natürlich, ja, ja, diese Nadeln. Ja. Und das Schöne ist, dass in den Nadeln, ach, hier sieht man es nochmal ganz schön, wie die Farbe verändert wird. Ah, zeige ich euch gleich mal von nah. Fand ich sehr, sehr schön zu sehen, dass dieses Arzneistoff, welcher übrigens auch sehr, sehr stark korreliert mit Leberschäden, ja, unterlegen war bei zum Beispiel Radikalpufferung im Gehirn oder im Blutserum, ja, gegenüber den Pinienpollen und ebenfalls bei nitrosativen Stress, also Stickstoffmonoxid oder halt ebenfalls bei der MDR-Marker, das ist ein Marker für oxidativen Stress bei dem Körper, das ist ein Marker für oxidierte Fettsäuren dann dementsprechend, ja, ebenfalls überlegen war. Von daher an diese Pinienpollen helfen deinem Immunsystem, deinem Stressniveau, deinen Nervenzellen ungemein hier draußen, von daher an vielleicht sogar das wichtigste Getränk, was du immer finden kannst, wirklich immer finden kannst. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie schön das hier noch kocht. Wichtig ist immer, dass es sehr großflächig, seht ihr hier, so abgetragen worden ist. Das ist nasse Erde, da kann nichts passieren. Selbst wenn ich vom Jäger getroffen werde, einen Herzinfarkt bekomme, wie auch immer, das kann bis zum Ende ausbrennen, da wird nichts passieren. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das immer beachten solltet. So, der Tee erkocht, man sieht es und deshalb ist es so wichtig, dass ihr außen herum so viel freistellt, seht ihr hier, das sind so kleine Äste, aber dass auf jeden Fall nichts anbrennen kann, das ist ganz, ganz wichtig, ja, und immer eine Löschflasche dabei haben, ja, ich habe 1,5 Liter Wasser dabei,
Das ist mehr als genug für dieses kleine Dingens. Aber trotzdem, safety first, Leute. Ja? Das lasse ich jetzt so 5 Minuten köcheln und dann lösche ich das Feuer und lasse den Tee abkühlen. So, man sieht hier, er hat eine richtig schön rötliche Farbe bekommen. Wenn die Kamera beschlägt, ups. Aber wie ihr seht, toll die Farbe. Ja, machen wir die Geschmacksprobe, sehr rötlich und zwar... Also normaler, guter Tee, den man aus dem Teehaus bekommt, ja, finde ich, kann sich damit nicht messen, ja. Also es ist wirklich schön aromatisch, wenn ihr wirklich genug Nadeln auch reintut, ja. Wunderbar, also so aromatisch lecker. Ich verstehe gar nicht, warum man das nicht einfach öfter macht, ja. Hier in die Natur gehen, klar, kann man nicht jeden Tag machen, aber so hin und wieder, um abzuschalten, ist das wirklich optimal, weil dieser Tee ist wirklich was ganz Besonderes, ja. So, ich genieße jetzt hier noch den Sonnenuntergang im Wald. Apropos Tee, wir bringen bald auch Tees raus von vitasomal.de. Ganz exklusive Tees, nicht den Fichtennadeltee, den bekommt ihr kostenlos. Alle Sachen, die ich benutzt habe, verlinke ich auch gerne unten für euch. Könnt ihr gerne vorbeischauen, das eventuell nachmachen, runterkommen. Das ist definitiv besser als jedes Fernsehprogramm. Fernsehen ist überhaupt nicht cool. Prost, sage ich euch. Dankeschön fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du eingeschaltet hast. Vergesst das Abonnieren nicht, dabei auf die Glocke drücken, damit ihr wirklich immer informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Den Daumen würde mich sehr, sehr freuen für meine Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Buschkraft an dem mit sagt, ciao.